die überall in Braunschweig oder Stade, in Plön oder Hannover stehen. Hier wohnt Heinrich Petersen, Stromableser bei den Flensburger Stadtwerken. Von hier aus beginnt er jeden Morgen den Rundgang zu den Häusern, in denen seine Kundschaft wohnt. Und seine Kundschaft, das sind Menschen wie diese hier. Menschen aller Alters- und Berufsgruppen, die auf dem Umweg über den Stromableser den Stadtwerken ihren Tribut für Heizung, Licht und Wasser entrichten. Schmal und lang windet sich die Hauptstraße durch die Stadt. Wagen mit dänischen und schwedischen Verkehrszeichen gehören zum Straßenbild. Hier ist zu jeder Tageszeit Betrieb, Verkehr, um nicht zu sagen Verkehrsstauung. Davon abgesehen hat die Grenzstadt mit den steil ansteigenden Ufern viel Atmosphäre und ihren eigenen Reiz. Den Flensburgern und auch Heinrich Petersen kommen die Vorzüge dieser Stadt allerdings nicht mehr so recht zum Bewusstsein. Sie sind daran gewöhnt, wie an den stetig wehenden Wind von der See her und an das kühle, neblig-feuchte Klima, das norddeutsche Hafenstädte nun einmal auszuzeichnen pflegt. Aber der Gast in der Grenzstadt freut sich an dem tiefen Einschnitt der Förde, mit den geschäftig über die Wassergrenze tuckernden Butter- und Whiskydampfern, über die engen, malerischen Gassen und alten Giebel und den Geruch von Rum, der sich gegen Auspuffgestank und Meeresozon behauptet. Wer allerdings glaubt, von den mindestens 2 Dutzend Firmen, die hier hochprozentige Getränke herstellen, auf Flensburgs Nachtleben schließen zu können, der irrt sich gründlich. Das bietet höchstens den in Sachen Alkohol kurz gehaltenen dänischen Nachbarn einen gewissen Anreiz. Flensburg ist mit seinen 97.000 Einwohnern eine beinahe Großstadt. Auf jeden Fall aber die einzige große Stadt Norddeutschlands, die vom 1. November dieses Jahres an weiß wird. Das heißt, Flensburg soll, wie 397 weitere sogenannte weiße Kreise auch, am 1. November aus der Wohnraumbewirtschaftung und der Mietpreisbindung entlassen werden. Die Begründung dafür liefert die Statistik, nach der in den betroffenen Kreisen nur noch 3% Wohnungen fehlen. Nach 40 Jahren staatlicher Planung soll nun also auch das Wohnen in die freie Marktwirtschaft überführt werden. Für viele ist in dieser langen Zeit der Planung der Staat in die Rolle des Alleinverantwortlichen im Wohnungsbau gerückt. Pessimisten sehen einen völligen Zusammenbruch des Wohnungsmarktes voraus. Und die Stimmen der Kritik, der Unsicherheit und der Polemik übertönen den spärlichen Beifall, der da und dort Bundesminister Lückes Abbaugesetzen geklatscht wird. Wen wundert's, dass der Bundesbürger hin und her gerissen zwischen Zweifel, Hoffnung und Unglauben nur eines sicher weiß, dass es um seine Wohnung, seine Miete, also um sein Geld geht. So viel und vielleicht noch ein bisschen mehr weiß auch Heinrich Petersen, der gleich dem Rathaus auf den Zähler schaut. Zweifel an der Statistik, die nach einer Volks- und Gebäudezählung im Jahre 61 zusammengestellt wurde, haben auch Flensburgs Stadtoberhäupter. Nicht etwa, dass man hier auf staatliche Lenkung für die Dauer von weiteren 40 Jahren ganz versessen wäre. Nur erscheint selbst den Befürwortern des freien Marktes der Termin der Aufhebung der Wohnraumbewirtschaftung für die Grenzstadt zu früh. Wie Oberbürgermeister Adler und Stadtrat Dr. Fulda auch rechnen mögen, mit der Statistik stimmt ihr Ergebnis nie überein. 278 Haushalte Obdachlose, 630 Gemeinschaftslager, danke. Tja, wir kommen um die Tatsache nicht herum, dass wir nach der Statistik nur 180 Wohnungen Fehlbedarf haben dürften. In Wirklichkeit haben wir aber einen Fehlbedarf von 3000 Wohnungen. Tja, das sind die 3000 harten Fälle des Wohnungsamtes. Von der Dringlichkeitsliste, bei der wir ja
rechnen 60 Punkte und mehr. Das bedeutet, die Leute, die über 10 Jahre auf eine Wohnung warten. Ohne Obdachlose und ohne die Bewohner von Gemeinschaftslagern. Und ohne die Wünsche, die Wohnungswünsche derer, die eine Wohnung haben und eine bessere suchen. Also die echten Bedarfsfälle der sogenannten Normalverbraucher. Okay. Tja, es bleibt also nichts anderes übrig, als dass die Stadt, die ja schon 5,5 Millionen Wohnungsbauzuschüsse bisher aufgebracht hat, nun weitere 6 Millionen finanziert, die erforderlich sind, um unser letztes Wohnungsbauprogramm durchzuführen, welches den Bau von 600 Wohnungen vorsieht. 600 Wohnungen, das ist ein kleiner Teil bei 3000 Wohnungssuchenden. Ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist das, was im Augenblick realisierbar ist. Wir müssen feststellen, dass die Aufhebung der Wohnraumbewirtschaftung, jedenfalls für Flensburg, verfrüht. Die Sorge Oberbürgermeister Adlers, dass der Termin der Liberalisierung für Flensburg zu früh kommt, wird an der Tatsache nichts ändern, dass eine Behörde am 1. November ihre Pforten schließen muss, das Wohnungsamt. In vornehmer Nachbarschaft alter Villen gelegen, teilt es damit das Schicksal aller Wohnungsämter in den weißen Kreisen. Heißt das nun, dass es überflüssig ist? Will man hier endlich einer Behörde den Garaus machen, die in ihrer Bezeichnung so fatal an Kriegs- und Nachkriegsjahre, an Hunger und Elend erinnert? Das Gesetz sieht die Schließung der Wohnungsämter jedenfalls vor. Aber was macht das Gesetz mit denjenigen, die an den Sprechtagen hier noch immer Schlange stehen? 1963 genauso wie 1950. Und manche von den 1200 dringlichsten Fällen in Flensburg sind seit 17 Jahren beim Wohnungsamt registriert. Der Wunsch nach dem trauten Heim, der sich jahrelang nicht über diese Dienststelle realisieren ließ, wird nach dem 1. November erst recht Illusion bleiben. Diese Menschen sind an das Warten gewöhnt. Geduldig und immer noch voller Hoffnung haben sie ihre Punkte gesammelt. 4 gab es für jedes Wartejahr. Und viele haben 60 oder sogar 100 Punkte, aber immer noch keine Wohnung. Denn Wohnungen für alle hat die Wohnraumbewirtschaftung auch nicht herbeischaffen können. Aber wie viele in unserer saturierten Gesellschaft erinnern sich überhaupt noch daran, dass es immer noch Wartende vor diesen Türen gibt? Wartende, deren Akten, ob unerledigt oder nicht, am 1. November geschlossen werden. Die erledigten Fälle, die sogenannten Karteileichen, die nur Staub ansetzten und die Regale belasteten, ohne im Grunde dazu noch berechtigt zu sein, sind schon im Laufe der letzten Wochen und Monate aussortiert, verschnürt oder vernichtet worden. Von den 40 ehemaligen Mitarbeitern des Wohnungsamtes sind nur 4 übrig geblieben. Von den Akten, die nach Tonnen zu wiegen waren, werden es vielleicht ein paar Pfund sein. Ein paar Pfund menschliches Schicksal, untergebracht in einem Nebenraum bei irgendeiner Behörde, die dann die Reste des Wohnungsamts beherbergt. Wie andere Ereignisse werfen auch Gesetze ihre Schatten voraus. Welcher Vermieter würde sich 3 Wochen vor Aufhebung der Wohnraumbewirtschaftung noch Menschen in die Wohnung setzen lassen, die ihm eine praktisch nicht mehr existente Behörde zudiktiert? Die Mieter dieses Hauses sind ohne das Wohnungsamt zu ihrem Dach über den Kopf gekommen. Sie haben von vornherein mindestens ein Viertel ihres nicht ganz niedrigen Einkommens für die Miete veranschlagt. Petersen kommt erst das 4. oder 5. Mal hierher. Der Kasten ist ja erst im Frühjahr fertig geworden. Dass es hier einen Lift gibt, kann ihm nur recht sein. Morgen, Frau Sommer. Guten Morgen. Die Stadtwerke. Ja, bitteschön. Frei finanzierte Komfortwohnungen. So heißen derartige Unterbringungsmöglichkeiten bei Maklern und in Zeitungsinseraten. Das bedeutet voll elektrifizierte Küche, Ölheizung und Lift. Oder in Geld ausgedrückt 6.000 Mark Mietvorauszahlung und 310 Mark Miete, ohne Heizung, versteht sich.
Das Ganze für eine Vier-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad und großem Flur und in einer Gegend gelegen, die mit dem Auto etwa 20 Minuten von der Flensburger Innenstadt entfernt ist. Die Zimmer sind hier ein bisschen größer, als es der soziale Wohnungsbau zum Beispiel vorschreibt. Das Gleiche gilt auch für die Fenster. Aber dafür sind die Mieten ja auch ein bisschen höher, vorsichtig ausgedrückt. Den Bewohnern dieser Häuser wird es jedenfalls keine schlaflosen Nächte verursachen, dass die Mieten von Altbauwohnungen freigegeben werden und dass die Wohnungsämter schließen. Das Gleiche durfte auch auf die Besitzer oder Mieter dieser alten, hochherrschaftlichen Villa aus der Kaiserzeit zutreffen. Für eine Familie, erdacht und erbaut, fanden in dieser Villa gleich nach Kriegsende 48 Menschen eine vorläufige Unterkunft. Heute mögen es 5 oder auch 7 Personen sein. Moin. Die Stadtwerke. Bitte schön. Dankeschön. Die Räume sind hoch, Heizung und Unterhaltung dieser Häuser verschlingen Riesensummen. Und dementsprechend sind auch die Mieten. Es hat schließlich einen Grund, dass solche komfortablen Altbauwohnungen schon vor 3 Jahren, nämlich im Juli 1960, aus der Wohnraumbewirtschaftung herausgenommen wurden. In Flensburg sind praktisch keine Wohnungen durch den Krieg zerstört worden. Die Zahl der alten Gebäude ist also wesentlich höher als in mancher anderen Stadt. Fast die Hälfte der mehr als 7.800 Flensburger Wohngebäude stammt aus dem Jahre 1919. Und längst nicht alle sind so gut erhalten wie diese Villa. Möbel, Teppiche und Bilder sprechen ihre eigene Sprache. Es ist die Sprache einer Zeit, die nichts von Fernsehen und Wohnungsämtern wusste. Ernst und missbilligend blicken die reputierlichen Schlossvorfahren auf ihre Nachkommen herab, die in dieser hochherrschaftlichen Villa zur Miete wohnen. Von solchen Ressentiments abgesehen, wird auch dieser Kreis die Liberalisierung auf dem Wohnungsmarkt kaum zur Kenntnis nehmen. Wer 400 Mark Miete bezahlen kann, den wird der Gedanke an 10- oder 15-prozentige Mieterhöhungen nicht sonderlich beunruhigen. Heinrich Petersen von den Flensburger Stadtwerken kommt überall herum. Das Milieu wechselt, die Zähler bleiben, ob sie nun in einer Villa, in einer Baracke oder in einem Mietshaus hängen. Dieser Zähler zum Beispiel hängt in einem ehemaligen Pferdestall. Na, immer noch nichts mit der neuen Wohnung, Herr Heinzen? Es besteht keine Aussicht. Was soll Herr Heinzen zu dieser gut gemeinten Frage schon sagen? Er hat die Hoffnung beinahe aufgegeben, aus diesem Pferdestall, den er mit seiner Frau und 4 Söhnen seit Jahren bewohnt, noch einmal herauszukommen. Hier ist es ewig feucht. Kleidung, Schuhe und Möbel überziehen sich mit Schimmelpilzen und die Tapeten und die Ölfarbe blättern von den Wänden. Familie Heinzen zählt zu den 1200 dringlichsten Fällen des Flensburger Wohnungsamtes, aber diese Tatsache hat ihr bis heute auch noch nicht weitergeholfen. Und wenn es bei einem Vermieter nach 20 vergeblichen Versuchen beinahe zu klappen schien, dann scheiterte alles an der Frage nach den Kindern. 4 Kinder will heute keiner im Haus haben, sagte Heinzen. Dann schon lieber 4 Hunde. 43 Mark Miete bezahlt die Familie für diesen Stall. Wie heißt es doch so schön im Paragraph 27 des Wohnungsbaugesetzes? Die zuständigen obersten Landesbehörden haben dafür zu sorgen, dass die Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen in ausreichendem Maße mit Wohnraum zu tragbarer Miete oder Belastung versorgt werden. Aber was ist für Familie Heinzen tragbar? Wenn diese 6-köpfige Familie eines Tages passenden Wohnraum finden sollte, der nur in der Miete für sie zu hoch läge, dann würde hier zweifellos das neue Mietbeihilfengesetz einspringen und einen entsprechenden Anteil auf Staatskosten übernehmen. Das Gleiche trifft auch auf diesen Fall,
auf die sogenannte Wohnung von Frau Lippke zu. Das Haus gehört zu den mehr als 1000 abbruchreifen Gebäuden in Flensburg. Neben Frau Lippkes Bett stehen Schüsseln und Kannen, in die der Regen durch das Dach rennt. Sie ist als einzige Mieterin in diesem Notasyl übrig geblieben. Die anderen haben eben mehr Geld gehabt, meint sie, und inzwischen längst eine andere Wohnung bekommen. Ich geh schon mal rein. Heinrich Petersen kennt Frau Lippke seit Jahren. Er weiß, wie oft sie zum Wohnungsamt gegangen ist, und er weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es fast lebensgefährlich ist, in diesem abbruchreifen Haus nur in den ersten Stock zu klettern, geschweige denn hier zu wohnen. Makaber wirkt in dieser Umgebung der als Trost gedachte Wandspruch. Der Augenblick in diesem trauten Heim währt für Frau Lippke jetzt 13 Jahre. Zu ihren Kindern kann sie nicht ziehen. Die wohnen auch nur in einer Baracke und das Wohnungsamt hat ihr bis heute keine andere Unterkunft beschaffen können. Räumungsurteile, auf die der Vermieter drängt, mussten immer wieder aufgehoben werden, denn schließlich kann niemand diese Frau auf die Straße setzen. 23 Mark Miete bezahlt Frau Lippke für diese Bruchbude und das ist fast ein Viertel ihrer Rente. Aber dieses Problem ist weder durch Wohnraumbewirtschaftung noch durch den freien Wettbewerb zu lösen. Der Fall Lippke ist nicht so selten, wie viele von uns im Interesse eines guten Gewissens gerne wahrhaben möchten. Wie in jeder anderen großen Stadt auch, gibt es hier Hunderte davon. Wie Oberbürgermeister Adler schon feststellte, fehlen in Flensburg wenigstens 3000 Wohnungen. Das heißt Unterkunft für 11.000 Menschen. Davon weiß das rechnerische Defizit der Bundesstatistik nichts. Statistik und Einzelschicksal werden nie übereinstimmen. Aber in Flensburg stimmen scheinbar die ermittelten Zahlen auch mit den Tatsachen nicht überein. Ob schwarzer oder weißer Kreis, ob Planwirtschaft oder freier Wettbewerb, für eine gewisse Zahl von Menschen scheint das ziemlich gleichgültig zu sein. Heinrich Petersen ist sich darüber im Klaren, dass für manche Leute alles viel einfacher wäre, wenn sie ein bisschen mehr Geld hätten. Dann könnten sie zum Beispiel auch höhere Mieten bezahlen. Und genau das wird nach dem 1. November in den 397 weißen Kreisen auf die meisten Mieter von Altbauwohnungen zukommen. Denn zu diesem Termin wird die Mietpreisbindung für rund 2,2 Millionen Altbauwohnungen im Bundesgebiet, das sind 13% des gesamten Wohnungsbestandes, aufgehoben. Wie weit die Mieten erhöht werden dürfen, wird durch Rechtsverordnungen der Länder, die aber noch nicht erlassen sind, geregelt. Die angemessen erhöhte Miete soll sich nach dem Alter, der Ausstattung der Wohnung und der Größe der Gemeinde richten. Zwischen den seit 1924 bzw. 36 unverändert gebliebenen Einnahmen der Vermieter und den heutigen Kosten der Erhaltung und Reparaturen klafft eine Lücke. Zumal 1,5 Millionen Häuser im Bundesgebiet Arbeitern und Sozialrentnern gehören, also einem finanziell schwachgestellten Kreis. Hier kann durch die neue Freiheit Abhilfe möglich werden. Für die Milderung sozialer Härten auf der Seite des Mieters sorgt das Mietbeihilfengesetz. Diese Mietbeihilfen werden vom Staat als verlorene Zuschüsse gewährt, gleichgültig, ob es sich um Alt- oder Neubauwohnungen handelt. Voraussetzung ist, dass der Mieter seine Einkommensverhältnisse offen darlegt und einen bestimmten Mietanteil selber beisteuert. Der Wechsel, ausgestellt auf die in Zukunft möglichen Mieterhöhungen, hat scheinbar manchen Vermieter schon heute tief in die Tasche greifen lassen. Da wachsen vor altersgrauen Fassaden Baugerüste in den Himmel, da wird gepinselt, verschönert und ausgebessert wie seit Jahren nicht. Die teure Dachreparatur, der längst fällige Außenanstrich oder die Überholung der Installation werden plötzlich möglich. Was niemand von einem Bauarbeiter oder Maler verlangen würde, nämlich heute mit dem Lohn von 1936 auszukommen, das wird von den Hausbesitzern erwartet. Denn es steht fest, dass sich die Mieteinnahmen aus Altbauwohnungen in den letzten 4 Jahrzehnten in keinem Verhältnis zu den gestiegenen Lohn- und Reparaturkosten entwickelt haben.
Die Folge waren hohe Instandsetzungsdarlehen, die der Bund für die Hausbesitzer bereitstellen musste. Schon im Jahre 1953 betrugen sie mehr als 30 Millionen Mark. Neben den Mieterhöhungen ist der zweite Punkt, auf den viele Mieter allergisch reagieren, das Recht der Kündigung, das den Hausbesitzern ebenfalls ab 1. November in den weißen Kreisen zugesprochen wird. Morgen, Frau Asmussen. Morgen. Die Stadtwerke. Die gesetzliche Kündigungsfrist, die schriftlich erfolgen muss, beträgt mindestens 3 Monate. Nach 5 Jahren der Vermietung erhöht sie sich auf 6 Monate. Und wenn ein Mieter 10 Jahre lang in derselben Wohnung zu Hause ist, beträgt die Kündigungsfrist ein ganzes Jahr. Den Termin, nämlich den 1. November, wollen manche Hausbesitzer nicht mehr abwarten. Aus einigen weißen Kreisen hört man bereits von vorzeitigen Kündigungen und Mieterhöhungen. Mündliche Absprachen sind zweifellos schon in einigen Fällen getroffen worden. Dass sie vorläufig ungesetzlich sind, ändert nichts an der Tatsache. Wie sich die neue Partnerschaft zwischen Hausbesitzern und Mietern entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Viele sehen in dieser Hinsicht in den weißen Kreisen schwarz. Der geplante stufenweise Abbau der Wohnungszwangswirtschaft wird ja letzten Endes nur dadurch ermöglicht, dass in der Bundesrepublik wirklich pausenlos gebaut worden ist. Über 7 Millionen Wohnungen sind seit 1949 entstanden. Davon sind mehr als die Hälfte Sozialwohnungen. Seit 10 Jahren wird bei uns in jeder Minute, das heißt Tag und Nacht, eine Wohnung fertiggestellt. Das bedeutet pro Jahr 500.000 Wohnungen. Und es wird weitergebaut, auch in den weißen Kreisen. Das verspricht jedenfalls Bundesminister Lücke. In Flensburg sind im Laufe von 14 Jahren 10.000 Wohnungen entstanden. Neue Stadtteile wuchsen aus dem Boden, wo kurz zuvor noch der Acker bestellt wurde. Von den Sozialwohnungen verspricht man sich nach der Liberalisierung eine preisregulierende Wirkung auf dem Wohnungsmarkt. Denn auch nach der Mietfreigabe darf in diesen Wohnungen nur eine Miete verlangt werden, die die Kosten deckt. Aber große Veränderungen sind hier schwerlich zu erwarten. Die Inhaber von Sozialwohnungen werden kaum ohne zwingenden Grund ihre relativ billigen Mieten freiwillig gegen höhere eintauschen. Wollte man einen Anreiz für die Freigabe von Sozialwohnungen bieten, so würde das ja nichts anderes bedeuten als eine weitere Subventionierung gut verdienender Kreise. Ein Teil davon ist ohnehin im Einkommen längst über die Grenze hinausgewachsen, die für die Mieter von Sozialwohnungen gilt. Frau Gruhlke wohnt mit Ehemann und 2 Kindern in 62 Quadratmeter Raum des sozialen Wohnungsbaus. Die Miete beträgt 150 Mark und das erscheint nicht gerade billig. Aber auch im sozialen Wohnungsbau gibt es ja verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten, die letzten Endes den Mietpreis bestimmen. Das billigere Wohnen hat vielen Familien ohnehin in den letzten Jahren die Anschaffung von Dingen ermöglicht, die sonst wohl noch in weiter Ferne gelegen hätten. Von dieser Seite ist also ein preisberuhigender Einfluss kaum zu erwarten. Ob das Experiment der schrittweisen Liberalisierung des Wohnungsmarktes gelingt, wird zum großen Teil davon abhängen, wie die Hausbesitzer ihre neuen Rechte und Freiheiten nutzen. Für junge Ehepaare und kinderreiche Familien wird die Suche nach der erschwinglichen Wohnung auch in vielen weißen Kreisen, in denen angeblich nur 3% Wohnungen fehlen, vorläufig noch nicht zu Ende sein. Wenn letzten Endes trotz einiger Bedenken zu der Liberalisierung auf dem Wohnungsmarkt Ja gesagt werden muss, dann schon einfach deshalb, weil die freie Marktwirtschaft nicht nur für einzelne Teile der Wirtschaft Geltung haben kann. Was bewirtschaftet, also geplant wird, ist immer knapp. Wenn dieser Satz stimmt, dann stimmt auch die andere Seite, nämlich, dass sich bei freiem Angebot und Nachfrage die Dinge auch auf dem Wohnungsmarkt einpendeln werden. Eine gewisse Durststrecke wird dabei unvermeidlich sein. Was dem Staat bleibt, ist die Sorge für die sozial Schwachen. Auf dem Wohnungsmarkt wird sich ab 1. November das Gleiche vollziehen, was wir alle vor 15 Jahren erlebt haben, als Bundeswirtschaftsminister Erhard die Bezugsscheine für Textilien und die Lebensmittelkarten abschaffte.
Auch damals gab es viele Skeptiker, die erst das Ergebnis überzeugen musste. Und das Ergebnis hieß gefüllte Schaufenster, gefüllte Kassen, kurz allgemeiner Wohlstand. Ob die völlige Aufhebung der Wohnraumbewirtschaftung bis 1965 auch in den zunächst noch schwarzen Kreisen möglich sein wird, dürfte nicht zuletzt von den Erfahrungen abhängen, die ab November in den weißen Kreisen gemacht werden. Heinrich Petersen, Stromableser bei den Flensburger Stadtwerken, wird auch in den nächsten Monaten seine Kundschaft in ihren Villen, Mietshäusern oder Baracken besuchen. Sicherlich werden viele dann mehr Geld für die Miete bezahlen, andere werden mehr Geld bekommen und in einigen Wohnungen werden auch die Mieter gewechselt haben. Und dann wird sich zeigen, ob das Experiment auf dem Wohnungsmarkt gelungen ist oder nicht.